Seit Wochen hat es nicht mehr richtig geregnet und wie es so ausschauen wird, wird sich Deutschland auf eine weitere Dürrephase einstellen müssen. Und in dem Video möchte ich euch einfach hilfreiche Tipps geben, wie ihr Herr über diese Situation werdet und trotzdem eine einigermaßen gute Ernte einfahren könnt. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, meine Tipps, um wirklich bei dieser Hitze mit sehr wenig Regen Herr zu werden, ist jetzt für mich die erste Priorität, was ich immer ja, befürworte oder was für mich sozusagen eine Art Grundregel ist, immer die Felder und die Beete gut mulchen. Das heißt, einfach Grasschnitt oder organisches Material anschaffen und die ja, den Boden immer schön bedeckt halten und nicht offen lassen. So trocknet der Boden auch viel langsamer aus. Der Boden bleibt auch luftig und locker, das heißt die Kapillaren bleiben so bestehen. Und zudem baut er auch noch da guten Humus auf durch die organischen Materialien. Und das Bodenleben wird auch zusätzlich gefördert. Also Mulchen ist für mich wirklich sehr sinnvoll und das Wichtigste auch in dieser Dürrezeit, weil wenn es mal regnet, dann bleibt, bleibt das Wasser im Boden ziemlich lange gespeichert. Man muss nicht wirklich lange regen und bei mir ist wirklich hier überall auf der Permakultur, in den Beeten, überall Grasschnitt. Habe mit der Gemeinde gesprochen, die haben mir gut Grasschnitt gebracht. Dafür bin ich sehr dankbar und ja, wie gesagt, Mulch aufbauen, Dauerhumus, das ist einfach allgemein wichtig. Humus aufbauen, Terra Preta Böden einfach, ja, verschiedene organische Materialien mit einarbeiten, Holzhäcksel, alles mögliche, was gut Wasser aufspeichern kann, mit in den Boden reinbringen, dass einfach die Wasserspeicherfähigkeit viel besser wird und auch viel tiefgründiger auch wird, zumal der Mulch auch verhindert, dass der Boden ausgewaschen wird. Und weitere Tipps von mir sind natürlich auch dementsprechende Permakulturprinzipien mit einzubauen. Also zum Beispiel habe ich zwei Hügelbeete und da ist halt die unterste Schicht, kann man zum Beispiel Holzhäcksel oder ja, Ast oder dicke Baumstämme verwenden oder nutzen und die speichern wirklich für eine sehr lange Zeit das Wasser. Und da, wenn es auch da wirklich Monate nicht regnet, dann bleibt das Beet trotzdem feucht. Die Pflanzen holen sich das Wasser von unten und ja, so muss man auch diesbezüglich wenig gießen. Also zum Beispiel muss ich bei meinem Hügelbeet eigentlich kaum gießen, wirklich nur in der Notlage. Und sonst hätte sich das eigentlich in Grenzen, da muss ich eigentlich eher andere Beete gießen. Neben dem Hügelbeet, was ja so eine Art Komposthaufen ist, ist für mich auch wirklich der Komposthaufen sehr wichtig. Also wir haben jetzt so viel organisches Material in den letzten Wochen zusammenbekommen, dass wir, ich und mein Vater, 5 Komposthaufen aufgebaut haben. Und dort habe ich wirklich Grasschnitt, Holzhäcksel, Bokashi, auch Pflanzenkohle, alles mit eingearbeitet, dass ich halt für die nächsten Jahre immer mehr gute Erde habe, das auf die Beete einarbeite und ja einfach, wie gesagt, wieder Humus mit aufbaue. Also für mich ist auch wirklich Kompost sehr wichtig und das ist einfach ja für die kommenden Jahre, das wird ja nicht besser. Wir müssen einfach für die nächsten Jahre das schon vorbereiten. Diese ja, Dürreperiode lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. Also deswegen durch jedes Jahr immer mehr Kompost aufbauen, immer mehr gute Erde aufbauen, dass man einfach so ja, besser Herr der Lage wird. Was ich auch sehr gerne mache, ist, wie einige von euch vielleicht auch wissen, dass ich sehr gerne Bäume pflanze. Also im Schrebergarten habe ich schon sehr viele Bäume gepflanzt. Ich habe schon, ja, auch hier im Kübel habe ich Bäume gesetzt. Stecklinge ziehe ich mir immer und Bäume aus Kernen ziehe ich mir auch immer raus. So viele Bäume, wie es geht, pflanzen, weil so wie wir mit unserer Natur umgehen, so wie wir an Bäume ja, zerstören oder einfach abholzen unbedacht. Da wundert es mich nicht, dass wir so lange Dürrephasen haben, weil natürlich, wie wir auch in der Schule gelernt haben, der natürliche Wasserkreislauf. Das heißt, wenn wir grüne Pflanzen haben, also es ist sehr wichtig, grüne Pflanzen
auf den Beeten zu haben. Und da sind halt die Bäume am besten, weil die halt die längste Kulturzeit haben oder beziehungsweise für einen längeren Zeitraum einfach da sind und auch mit guten Früchten bereichern. Und das ist halt so, der Wasserkreislauf bleibt halt in der Region dort. Das Wasser wird im Boden gehalten, die Bäume durchlockern den Boden, durchlüften ihn, Kohlenstoff bringen sie rein, machen halt wieder einen guten Humusboden und die halten halt einfach den Wasserkreislauf bei uns hier in der Region. Das heißt, es verdunstet einfach hier in der Region, Wasser steigt auf, natürliche Wolken bilden sich und es regnet halt auch wieder ab und der Boden haltet dann auch das Wasser. Und das ist einfach wirklich wichtig, diesen Kreislauf auch zu verstehen. Und wir sind einfach entwurzelt worden und viele wissen halt einfach nicht mehr von diesem Kreislauf. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, grüne Pflanzen, Bäume zu pflanzen und einfach ja mit der Natur zu arbeiten und zu kooperieren. Deswegen so viele Bäume pflanzen, wie es nur geht, Stecklinge, Samen, alles Mögliche machen, auch wenn man keinen Platz hat. Kübel geht auch noch, Bäume verschenken, egal. Überall einfach Bäume pflanzen. Und so werden wir langsam aber sicher auch immer mehr Herr der Lage und wir müssen auch wirklich aufhören, unseren wertvollen Boden zu verdichten und noch mehr Wasser ja einfach wegfließen zu lassen, der halt nicht in unser Boden absickern kann, in unser Grundwasser. Und so werden halt die Probleme nicht besser, sondern sie werden immer schlimmer. Die bereits erwähnten Maßnahmen waren ja lediglich für einen längeren Zeitraum gedacht oder einfach ja, Schritt für Schritt, um der Lage Herr zu werden. Aber was macht man jetzt, wenn die Dürre kommt? Man möchte ja nicht einen kompletten Ernteausfall haben. Also da ist es halt wirklich wichtig, wenn es mal regnet, sollte man wirklich jeden Regen auffassen. Also was wir zum Beispiel haben, wir haben sehr viele Regenfässer, Regentonnen, was man auch sehr empfehlen kann. Sickerschächte, den haben wir auch. Zisternen, einfach das Wasser irgendwie möglich abfangen, Fallrohre, Regenfässer aufbauen und wirklich, ja, das wertvolle Regenwasser einfach aufsammeln und dann bei Bedarf wirklich das Wasser rauspumpen. Und auch es gibt zum Beispiel auch 1000 Liter Kanister und so sich einfach wirklich wertvolles Wasser zurücklegen, abspeichern und einfach für solche Dürrezeiten wirklich dann auch regelmäßig gießen. Da müssen wir dann wirklich ran, aber das ist wirklich sehr wichtig und das A und O. Und ich habe ja auch schon immer mehr Regenfässer angesammelt, zugelegt, was man auch, um halt wirklich das Wasser auch einzuspannen, ist auch die Jungpflanzen drauf vorzubereiten. Also was ich auch zum Beispiel mache, ist, dass ich die Jungpflanzen erst dann gieße, wenn ihre Blätter hängen und sie mir wirklich und die Erde wirklich komplett trocken ist. Dann gieße ich halt auch wirklich die Jungpflanzen. Ich verwöhne sie wirklich nicht mit Wasser und wenn ich sie dann gieße, dann gieße ich sie von unten her. Also ich habe zum Beispiel bei meinen Tomatenjungpflanzen, Gurken, Melonen, Zucchinis und sowas, haben wir halt unten etwas Plastik oder eine Folie ausgelegt. Da stehen halt in den Töpfen, in den Kisten drin und wir gießen halt wirklich von unten, dass sich halt dann die Erde von unten her aufsaugt und so, ja, tue ich halt wirklich die Pflanzen darauf vorzubereiten, sie wirklich nicht mit Wasser zu verwöhnen und die stellen sich dann auch wirklich drauf ein und so wird man auch wirklich eine gute Erde auch mit einfahren können. Und wenn man jetzt zum Beispiel, was ich nicht erwähnt habe, beim ersten Punkt mit dem Mulchen, wenn man wirklich nicht so viel Mulchmaterial hat, was man auch sehr gut machen kann, ist den Boden hacken. In der Früh, wenn der Tau kommt, kann man den Boden auflockern. Da bilden sich dann wieder die Kapillaren im Boden und man bringt halt das Wasser wieder in die Erde mit hinein. Also man kann halt den Boden hacken, man kann halt zum Beispiel auch das Mulchmaterial wegmachen, den Boden kurz hacken und dann das Mulchmaterial wieder drauflegen, weil man dann von einem Tau wieder ja, Wasser wieder in den Boden reingebracht hat. Also das sind jetzt so ziemlich meine Tipps, die ich empfehle, die ich auch anwende, um wirklich solche Trockenzeiten, solche Hitzewellen gut zu überstehen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gerne kannst du auch dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und noch auf die Glocke drücken. So werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video ja, hochlade hier im Peace-Projekt. Und ja, wie gesagt, freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode
hier im Peace-Projekt. Da würde ich mich auch natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich wünsche euch einfach schöne und entspannte Tage, dennoch im Garten. Für mich ist es einfach so in der jetzigen Situation wirklich das Schönste, was man machen kann, in der frischen Luft und in der Sonne. Und da werde ich auch hingehen. Ich habe noch viel zu tun. Ich werde mich unten um den Tomaten kümmern, ein bisschen gießen. Und dann sehen wir uns aber in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.